auf meinem Handy ist eine 4. Mein Handy ist eine 4? Ja. Okay. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, krass, ne? So eine verschmierte, als wenn eine 4 ist. War das gerade noch nicht? Nee. Ja, gesagt, Uliens Lakritzapfel ist krank. Ein bisschen. Vielleicht finden wir ja heraus, was mit Annette passiert ist. Und vielleicht möchte sich irgendjemand dazu äußern. Also, wir sind gespannt. Vielleicht kannst du uns deinen Namen verraten. Wir sind Janina und Steffi. Vielleicht ist jemand hier, der sich mit uns unterhalten möchte. Du hast es nicht gehört, ne? War da total geblieben. Welches? Ja, das am Baum. Da haben wir kaum wieder in der Tasche sein. Es hat geblinkt? Ja, ganz kurz. Grün gerade. Welches? Das schwarze oder das? Schwarze. Das kann 2 Meter? Ja. Was? Ich hab's wieder nicht drauf, aber die Kamera. Ja, ist es jemand da? Kannst du nochmal zur Bestätigung leuchten lassen? Das kann 2 Meter? Das oberste Gerät macht einen Ton, wenn du es berührst. Du kannst uns aber auch deinen Namen verraten. Irgendjemand hier. Außer wir.
Also wir haben die Position jetzt nochmal gewechselt. Vielleicht traust du dich jetzt, dich den Geräten zu nähern. Wir brauchen Antworten. Wir möchten gerne wissen, was mit Annette Lindemann passiert ist. Kommt da jetzt ein Hund mit einer Glocke? Ja, wann sollte man das aber darauf haben? Also hier meinst du, hat er noch Sachen verloren? Mhm. Meinst du das oder hat das jemand laut gesagt? Reporter. Ne? Ja. Also ich habe mich ja mit einem Reporter unterhalten. Der vermutet das auch nur oder weiß das? Nee, der hat das gehört. Ne? Also der hat recherchiert. Mhm. Ich schalte jetzt einmal hier mein Internet an. Kannst du uns sagen, was hier verbrannt wurde? Kannst du sagen, warum das verbrannt wurde? Ist hier jemand aus dem Arbeitergrab? Er möchte uns seinen Namen verraten. Ist irgendeine Wesenheit hier? Irgendeine, egal wer. Du hast gehört? Hm? Habt ihr es gerade gehört? Mhm. Wow. Hinter dir, ne? Weiß ich nicht woher, aber das war so. So. Keine Ahnung, das ist schwer zu sagen. Ist egal, welche Wesenheit. Kann sie bitte einmal eins dieser Geräte oder alle Geräte berühren, damit wir wissen, dass jemand überhaupt hier ist. Was hast du für Zuckungen? Da ist gerade ein Vieh hier reingeflogen. Hm. In die Haare. Hast du das gehört oder was war das? Ich hab das gehört. Hast du das gehört? Nein. Nicht so ein, sondern anderes. So die Stimmlage, die ich gerade mache. Habe ich gehört. Also wir geben euch eine Chance, gehört zu werden. Aber nur, wenn ihr euch bemerkbar macht. Und dazu müsst ihr euch den Geräten nähern, die da stehen. Oder etwas sagen. Hast du was gehört? Ja, ich glaube, das war dein Mann. Ja, er turnt auf dem Ding rum.
möchten euch bitten, doch einmal die Geräte zu berühren. Wenn du also hier bist, dann mach dich bemerkbar mit einem von diesen Geräten. Annette Lindemann. Man hat dein Auto gefunden und deine Matratze, aber man hat dich noch nicht gefunden. Wenn du hier bist, dann mach dich bemerkbar. Kannst du uns sagen, wer dich umgebracht hat, falls du umgebracht wurdest? Und falls du tot sein solltest, kannst du uns sagen, wo du vergraben wurdest? Wo sich dein Körper befindet? Kannst du uns Einzelheiten nennen zu deinem Tod? Hat die 4 auf Janinas Handy irgendetwas zu bedeuten? Oder ist es einfach nur Zufall, dass es aussieht wie eine 4?